Was immer ihr auch sucht. Wie kommt ihr mit der Suche voran, Talisa? Habt ihr Mittel und Wege gefunden, das Gebäude zu gelangen? Die Suche verlief nicht gut. Ich weiß nicht, wie ich reinkommen soll. Ich denke schon, ein Mann namens Colin nannte mir ein paar Möglichkeiten. Dann geht ihnen nach. Einer davon wird sicher zum Ziel führen. Ja. Gut, ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn wir uns einweisen lassen. Wobei ich darauf wenig Lust habe. Deswegen machen wir hier auch einen Quicksave. Hi. Sagt, was ihr von mir wollt. Der Pirat. Torwächter der Piraten verschwindet. Der Piratenfürst empfängt niemanden ohne vorherige Anmeldung. Ich habe dringend Angelegenheiten mit ihm zu reden. Captain Golin hat mich empfohlen. Golin, das ist eine gute Empfehlung. Ihr müsst ihn verdammt beeindruckt oder gut geschmiert haben. Also gut, ihr könnt rein, aber macht bloß keinen Ärger, sonst seid ihr gleich wieder draußen. Eine große Herausforderung. Ja, das ist der Scharik. Ja, da ist nur ein staubiger alter Wandschrank. Gut. Der hat einen Helmschrein hier drin. Warum hat er einen Helmschrein hier drin? Was soll diese Störung? Wer seid ihr? Was soll diese Störung? Wer seid ihr? Ja. Herr Sitalisa, ich wurde von Captain Colin an euch verwiesen. Colin, warum sollte der euch zu mir schicken? Was glaubt ihr von mir zu bekommen? Ich brauche euch, damit ihr mich in die Zauberfeste schickt. Ich muss dorthin geschickt werden. Ich suche nach einer Möglichkeit, ins Heim hineinzugelangen. Könnt ihr mir dabei helfen? Nehmen wir das erste. Die Zauberfeste, warum wollt ihr dahin? Kaum der richtige Ort für anständige Leute. Ich suche nach einer Freundin, die dort gefangen gehalten wird. Bitte helft mir, damit sie wieder freikommt. Ihr braucht nur zu wissen, dass ich hin will. Ich werde euch für eure Hilfe bezahlen. Eine Freundin befindet sich dort. Ich würde den Ort gerne stürmen und sie... Und die sie gefangen nahm, töten. Ich muss hineingelassen werden. Ich brauche Hilfe. Ich muss eingesperrt werden. Ihr wollt von mir, dass ich euch ins Heim werfen lasse? Das ist aber mein ganz merkwürdiges Ersuchen. Jedoch nicht an sich ein Hinweis auf Wahnsinn. Was wollt ihr damit erreichen? In der Tat kann ich Leute die Zauberfeste einweisen lassen. Aber warum wollt ihr das? Weil eine Freundin von mir dort festgehalten wird, ich muss hinein, um sie zu retten. Ich bin wirklich verrückt. Schaut nur, mit wem ich reise. Minsk lernt den Piratenfürsten kennen, weil ich eingesperrt werden muss. Ich spüre, dass ich den Bezug zur Wirklichkeit verliere. Minsk! Piratenfürst, sein Name beschwört nicht gerade Bilder eines rechtschaffenden Wirkens. Bleibt einen Moment stehen, sodass ich Bo einen Eindruck von euch verschaffen kann. Talisa, lass dich Minsk für euch sprechen. Ich weiß, wie wir hineingelangen, ohne dabei getötet zu werden, um wie komplette Idioten auszusehen. Ich weiß, dass ich das kann. Wir müssen uns beeilen. Lasst Minsk sagen, was er sagen muss. Er heitert mich. Was, warum zeigt euer Freund mit einem Hamster auf mich? Bo wird euch sehr schnell durchschauen. Allerdings seht ihr freundlicher aus, als ich es von einem Piratenfürsten gedacht hätte. Wo ist euer Holzbein? Was? Euer Holzbein. Ein ständiger Pirat muss ein Holzbein haben, eine Augenklappe und natürlich einen Papagei auf der Schulter. Ein Papagei? Natürlich, so wie ich meinen Bo habe, müsst ihr einen Papagei haben. Bo mag Papageien, sie könnten miteinander ringen. Ich habe genug gesehen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid auf dem Weg in die Zauberfeste. Ihr stellt eindeutig eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Meine Götter, ich glaube, ich bin noch mehr blöd, dass ich überhaupt mit euch rede. Mehr blöd? Blöder? Schafft sie mir aus den Augen alle miteinander, womöglich ist ihre Geisteskrankheit ansteckend. Ja. Gruselig. Euer Geräusch geht mir langsam auf die Nerven.
Long der Zurechnungsweg. Bekommt ihr in den Freizeitbereich, genießt eure Zeit draußen. Wenn es Nacht wird, seid ihr wieder hinter Schloss und Riegel. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Komisch, dass ihr die Frage stellt. Ich hatte es so verstanden, dass ihr hier eingesperrt werden wolltet. Aber ihr seid wohl wirklich von Sinn, also werde ich es euch erklären. Dies ist die Zauberfeste, ich bin Long, ihr seid ein Insasse und jetzt ist gerade Freizeit. Vergnügt euch also bitte. Ihr werdet feststellen, dass dies die entspannendste Zeit des Tages ist. Prüfungen könnten als nächstes dran sein und das soll, da solltet ihr gut ausgeruht sein. Wer sind denn all die Leute hier? Meist Magier in den Wahnsinn getrieben von den Kräften, die sie freizusetzen gesucht haben. Oder den Kräften, die sie freizusetzen, man sie gezwungen hat, seit sie hier sind. Das Ergebnis ist das gleiche. Natürlich waren einige schon von Anfang an ein wenig verrückt. Man muss wohl sein, um ein Zauberer sein zu können. Zu viel Energien im Kopf. Da hustet Airy sicher ein bisschen. Und was ist eure Aufgabe? Meine Aufgabe? Mich um Irre wie euch zu kümmern. Sicherstellen, dass ihr nicht lauslauft und euch mit euren komischen Kräften selber verletzt. Und Kekse, ich packe Kekse. Ja, ich hätte gerne Kekse. Kennt ihr einen Insassen namens Imoen? Imoen? Ja, ich glaube schon. Schwer zu sagen. Es ist ein Mädel hier, die mal auf den Namen gehört hat, glaube, aber nicht, dass sie sich daran noch erinnert. Sie ist da unten den Flur entlang, aber seid vorsichtig. Sie hat nur fast zwei andere Insassen umgebracht. Sie hat irgendwie eine bösartige Ader. Wirklich schauerlich. Wie kommt man hier raus? Der schnellste Weg? Sterben, genau genommen. Ist das bislang der einzige Weg? Also sterben, Punkt, genau genommen ist das bislang der einzige Weg. Es sei denn, ihr habt Freunde ganz oben in der Regierung. Ansonsten solltet ihr euch besser an diesen Ort gewöhnen. Kennt ihr einen Insassen namens Irenikus? Irenikus? Woher kennt ihr diesen Namen? Na egal, ihr werdet schon früh genug sehen. Der sieht alle. Vielen Dank. Das macht man und versucht euch zu entspannen. Der Wächter kommt bald vorbei. Dann Kekse. Oh, bitte versucht euch von der Wanne fernzuhalten. Er regt sich so leicht auf. Ist immer noch beleidigt, weil er seine Stellung hier verloren hat. Ich erzähle ihm ständig, er soll da nicht dauernd drüber nachdenken. Aber er lässt sich nicht beruhigen. Ja, jetzt laden wir aber mal. Weil das läuft jetzt eigentlich auf selbe hinaus. Also eigentlich, wir würden jetzt in den Freibereich gehen und dann würde dasselbe passieren, wie wenn wir auf die andere Art und Weise in die Magierfestung eindringen. Da will ich euch das mit Minz mal gezeigt habe, das ist nämlich so genial. Minz mit seinem Hamster. Ich sorge für Ruhe und Ordnung. Im Namen des Konzils. Es ist wieder mal Zeit für Experimente. Ich warte auf eure Anweisungen, Aufseher. Ja, habt ihr Moment Zeit? Ich brauche einen Auskunft. Ein Moment? Nein, alle Momente sind verbunden. Alle zusammen miteinander. Ich kenne keine Momente. Ihr seid in Begleitung von Talisa. Die Abbilder, diejenigen, die erkannt werden müssen, habe ich bekommen. Sie sind in meinem Kopf. Talisa. Ja. Das kennen wir hier alles. Ja, vielleicht kann ich euch helfen. Nö. Uff, das gefällt mir gar nicht. Nun gut. So. Er hat auf jeden Fall einen Schutzstein für das Heim und ein Buch der zahllosen Zauber. Was immer ihr wünscht. Das ist offensichtlich irgendein Zauberbuch. Es lässt sich jedoch erst öffnen, wenn ihr seinen wahren Namen kennt. Ihr werdet es sowohl identifizieren müssen. Jo. Das uralte Buch öffnet sich mit einem vernehmenden Knirschen. Auf jeder Seite des Buches der zahllosen Zauber ist ein Zauber niedergeschrieben. Dem Verfasser ist es erstaunlicherweise gelungen, diese Zauber in solch allgemeinverständlichen Begriffen zu beschreiben, dass es von einem Priester, einem Dieb, ja selbst einem Kämpfer verstanden und eingesetzt werden können. Jeder Zauber kann einmal täglich angewandt werden. Man kann das Buch auch umblättern und hoffen, auf der nächsten Seite einen besseren Zauber zu finden. Das ist jedoch ein Glücksspiel, da man in dem Buch nie wieder zurückblättern kann und man vorher nicht weiß, ob der Zauber auf der nächsten Seite besser sein wird. Sobald die letzte Seite des Buches erreicht ist, kann man nur noch diesen Zauber einsetzen. Der Zauber ist Feuerball.
Das ist natürlich immer nützlich, das einmal am Tag einsetzen zu können. Ja, das behältst du mal bei dir. Das ist der Schutzstein. Das ist der Schutzstein, den ihr vom Adepten Perret erhalten habt. Er sollte eigentlich die Schutzzauber aufheben, die euch daran hindern, in die Zauberfeste vorzudringen. Mhm. Na komm, das Buch nehmen wir auch mal mit. Ja, da ist verschlossen. Schneller als Chick-Ticker. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ich warte, wenn ihr es wollt. Was braucht War klar, dass da. Leichtfüßig und so. Eine Falle dran ist. Ja, natürlich. Wow, wieder 4 Heiltränke. Gut. Fragt nur. Was ich mich gerade frage. Nö, da reagiert das Ding leider nicht drauf. Nö. Das heißt, Hey. Na komm schon. So, kann ich jetzt bitte das da wieder reinpacken? Dankeschön. Gut, hier haben wir uns umgesehen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ey, wer bist du denn? Hallo Kumpel, mach dein freundliches Gesicht. Jede Nacht bete ich zu Amberly, dass dieses Miststück die Königin der Meere kommt und all diese gemeinen Piraten mit ihren Schiffen untergehen lässt. Pff. Ja gut, wir haben den Schutzstein. Das heißt, wir können jetzt den direkten Weg reinnehmen. Wir als Spieler und ihr als, also ich als Spieler und ihr als Zuschauer wisst ja bereits, dass Iredikus den Laden übernommen hat. Das weiß Talisa allerdings noch nicht. Ein wunderschöner Tag. Was immer ihr auch sucht. Ich habe einen Schutzstein, der die Tore öffnet. Also weiter. Ich werde versuchen, Aran eine Nachricht zukommen zu lassen, was geschehen ist. Vielleicht können wir jetzt etwas Hilfe erwarten, wo der Weg frei ist. Ja. Offenbar stand der Adept Perret unter irgendeiner Art von magischer Kontrolle. Er hat mich angegriffen, ohne dass ich ihn provoziert hätte. Hoffentlich können wir mit dem Schutzstein, den er bei sich trug, in das Heim gelangen. Da ich jetzt den Schlüsselstein besitze, mit dem ich ins Heim komme, ist Simme gegangen, um Aran Linweil eine Nachricht zu schicken. Sie hofft, dass wir von den Schatten ihm ein bisschen Hilfe erhalten können, wo der Weg ins Heim jetzt offen steht. Ja, gut. Ja, nun gut. Das brauchen wir uns nicht nochmal ansehen. Ja, wenn wir auf die Karte gucken, sind wir jetzt beim Heim. Gut. Nö. Oh! Er hat die Echsenmenschen eingeladen. So. Ah, noch eine Identifizieren-Schriftrolle.
So, die Brücke ist eingestürzt, über die kommen wir leider nicht. Das heißt, wir kommen nur auf direktem Wege hier oben rüber. Man sieht auch wieder, hier ist es nicht sonderlich groß, jedenfalls nicht in der Breite, sondern nur in der Höhe, weil es halt immer weiter nach oben geht. Oh! Für die Gefallenen! Ich habe getroffen! Das sollte nicht sein! Oh ja, und ich klammer kurz Yoshimo den Bogen, sicherheitshalber. Also den guten Bogen, der keine Munition verbraucht. Ja, da ist der Eingang zum Heim. Da ist sonst nichts mehr. Das war der Stein, genau. Yoshimo, gib mir auch gleich mal dein Säckchen. Und wir können rein. Ich nehme an, dass es einen guten Grund gibt, warum ihr diesen Ort betretet. Ihr seid Talisa, nicht wahr? Und wenn ihr mal genau hingehört habt, das ist dieselbe Stimme wie die von Irenikus. Ihr kennt meinen Namen, wie kann das sein? Spart euch eure Worte, ich bin hier. Ich bin wegen Imoen hier. Wo ist sie? Kennt meinen Namen. Ihr habt in der Stadt Nachforschungen angestellt. Ich habe meine Spione und Augen dort. Sicherheit ist sehr wichtig, wenn man mit einer Einrichtung wie dieser zu tun hat.